Das ist jetzt wirklich ein bisschen schade, dass zeitgleich Martin Schulz die Pläne zur Agenda 2010 oder zur Revidierung, Teilrevidierung der Agenda 2010 vorstellt. Ich sage ein bisschen was dazu, was unsere Erwartungen sind. Was bisher geäußert wurde, die Verlängerung des Arbeitslosengeld 1, verbunden mit Qualifizierungsmaßnahmen auf 48 Monate, geht in die richtige Richtung, greift aber erheblich zu kurz, weil es das Thema Hartz IV und Sanktionen bei Hartz IV gar nicht angeht. Und da bleiben wir dabei, Hartz IV ist Armut per Gesetz. Wir haben monatlich 130.000 Sanktionen. Die Menschen müssen sich einer oft entwürdigen und respektlosen Prozedur aussetzen. Und eigentlich dürfte man das Existenzminimum nicht auch noch durch Sanktionen unterbieten. Und Hartz IV war immer nicht nur an die Erwerbslosen oder gegen die Erwerbslosen gerichtet, sondern war immer auch ein Lohndrückerinstrument an die Beschäftigten und ein Disziplinierungsinstrument und hat mit dazu beigetragen, dass die Löhne gesenkt werden und die Arbeitsbedingungen verschlechtert werden. Deshalb muss Hartz IV weg und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro ersetzt werden. Die 1050 Euro sind nicht irgendwie willkürlich, sondern sie definieren bei uns in der Gesellschaft eben die Armutsgrenze, und unter die Armutsgrenze sollte niemand fallen. Aber die Agenda 2010 ist ja erheblich mehr als nur Arbeitslosengeld 1 und Hartz IV. Es ist ja in Wirklichkeit ein Brandbeschleuniger für prekäre Arbeit, für unsichere Arbeitsplätze und für die Deregulierung am Arbeitsmarkt. Und was sind diese Brandbeschleuniger? Das ist eben insbesondere die Leiharbeit und dass die Leiharbeiter durchschnittlich gerade mal die Hälfte derjenigen verdienen, die reguläre Arbeit machen. Sind eben Werkverträge, die Tarifflucht sind, es sind Mini- und Midi-Jobs, es sind Befristungen und dabei nicht nur die sachgrundlosen Befristungen, sondern auch die Befristungen mit Grund sind längst in Kettenbefristungsverträge umgewandelt. All diese Dinge müssen reguliert werden und wir sagen bei Leiharbeit eben ab dem ersten Tag gleicher Lohn und sogar noch eine 10%ige Flexibilitätszulage drauf, dann würde das aufhören. Wir müssen bei Werkverträgen die Tarifflucht verhindern, also es muss nach dem Tarifvertrag des Kernbetriebes bezahlt werden. Wir müssen Mini- und Midi-Jobs in tarifliche und sozialverträgliche Arbeitsplätze umwandeln und mit den Befristungen muss Schluss sein. Also es muss deutlich mehr kommen als nur eine einzige Maßnahme. Und wir wollen natürlich, dass die Agenda 2010 rückabgewickelt wird und nicht nur kosmetische Korrekturen vollzogen werden. Wenn die SPD diesen Kurs geht, dann wäre das ein richtiges Zeichen für einen ernsthaften Politikwechsel, den wir auch unterstützen würden. Das wäre ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich in Richtung soziale Gerechtigkeit geht. Zur Türkei fällt einem ehrlich gesagt nicht mehr besonders viel ein, wenn man Erdogan hört. Also da bleibt einem irgendwie schon die Spucke weg. Ich habe ehrlich gesagt kein Verständnis dafür, dass Regierungsmitglieder der Türkei hier Werbung für eine Diktatur machen. Also ich achte die Meinungsfreiheit sehr hoch und finde das auch immer problematisch, wenn man hier kein Forum für Meinungs- und Diskussionsfreiheit bietet, aber dann bitte unter der Voraussetzung, dass die dortigen Oppositionskräfte in der Türkei nicht ins Gefängnis gesteckt werden, sondern eben auch frei ihre Meinung sagen können. Weil wir haben jetzt praktisch ein Referendum für eine Präsidialdemokratie, die mit Demokratie nichts zu tun hat, sondern in Wirklichkeit modernes Sultanat unter der Führung von Erdogan ist, bei dem die Opposition sich nicht frei äußern kann. 2.500 Mitglieder der HDP sind im Gefängnis eingesperrt. Und da hört bei mir die Toleranz auf, wenn praktisch auf unserem Boden von Regierungsmitgliedern Werbung dafür gemacht wird, dass die Oppositionskräfte im Gefängnis sind. Ich meine, wir protestieren hier für die Freilassung von Deniz Yücel und gleichzeitig dürften die Regierungsmitglieder der AKP oder von Erdogan hier Werbung dafür machen, dass er ins Gefängnis eingesperrt wird. Ich finde, das passt nicht zusammen
Und Frau Merkel trägt hier erhebliche Mitverantwortung. Sie muss dringend bei der EU dafür eintreten, dass der Flüchtlingsdeal mit der Türkei beendet wird. Das ist wirklich das Erpressungsinstrument, das Erdogan hat. Sie muss auch klar erklären, dass es nicht erwünscht wird, dass hier Regierungsmitglieder von Erdogan Werbung für eine Diktatur machen. Und wir müssen endlich aufhören, Waffen an die Türkei zu liefern, die dann gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Ich würde mir da deutlich klarere Worte der Bundeskanzlerin wünschen. Diese Zurückhaltung ermutigt nur Erdogan. Man merkt ja, das nimmt immer groteskere Züge an. Und das ist durchaus auch kalkuliert, was er dort macht. Er spielt nämlich in einer beunruhigenden Art und Weise die nationale Karte. Die nationale Karte kann man immer nur spielen, wenn man klare Feindbilder hat. Und die klaren Feindbilder sitzen eben in dem Fall laut Erdogan außerhalb der Türkei. Und das ist sein Versuch, für das Referendum mit ganz billigen Tricks zu mobilisieren. Das ist hochgefährlich. Wir wissen, das Referendum ist auf der Kippe. Er hat durchaus keine klare Mehrheit dafür. Es kann auch sein, er verliert, was ein wirklicher Segen wäre. Und deswegen schlägt er so um sich. Umso klarer müssen wir die oppositionellen Kräfte unterstützen. Wir müssen unterstützen, wenn hier klare Bekenntnisse zur Demokratie abgegeben werden. Wir müssen jede Demonstration der demokratischen Kräfte in der Türkei, auf unserem Boden und in der Türkei unterstützen. Und es wäre wirklich gut, wenn Erdogan dieses Referendum verlieren würde. Zu Opel. Man kann sagen, ab heute beginnt für die Opel-Beschäftigten und ihre Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen der Kampf um die Arbeitsplätze und um den Erhalt der Standorte. Weil alles, was wir hören, kann niemand davon ausgehen, dass die Arbeitsplätze und die Standorte gesichert sind. Allein schon die Logik, PSA bezahlt für Opel 1,3 Milliarden, will aber 1,7 Milliarden einsparen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Einspardimension lässt nur Schlimmstes befürchten für Arbeitsplätze und Standorte. Sie sind nicht bereit, die bestehenden Garantien, die bis 2018 greifen und die im Übrigen eingehalten werden müssen, über das nächste Jahr hinaus zu verlängern, sondern es wird gesagt, Opel muss erstmal rentabel werden und es müssen gleichzeitig gewaltige Synergieeffekte erzeugt werden. Das spricht alles dafür, dass die Arbeitsplätze und die Standorte in hohem Maße bedroht werden. Und man hätte sich gewünscht, dass die Bundes- und Landesregierungen das nicht einfach so kritiklos unterstützen, dass Opel von PSA gekauft wird, ohne klare Garantien zu verlangen. Unsere Idee zu sagen, wir machen lieber einen öffentlich kontrollierten Mobilitätskonzern, ist da insofern obsolet, dass der Verkauf jetzt abgewickelt ist und jetzt tatsächlich es um Arbeitsplätze und Standorte geht. Und ich glaube, dass die Politik hier ganz massiv die Gewerkschaften und die Arbeitnehmervertreter unterstützen muss. Das Ziel, dass wir hier einen europäischen Großkonzern jetzt haben, der international konkurrenzfähig ist, aber zum Schluss die Arbeitsplätze weg sind, kann ja wohl nicht ganz ernst gemeint sein. Also wenn man wirtschaftliche Interessen formuliert, dann doch um Arbeitsplätze und Standorte zu erhalten, sodass die Menschen ihre Zukunft planen können und eine gesicherte Existenz haben. Deswegen müssen die Garantien für Arbeitsplätze und Standorte weit über das Jahr 2018 ausgeweitet werden. Und es darf nicht sein, dass die Maßnahmen von PSA völlig an den Arbeitnehmervertretungen und den Gewerkschaften vorbeigehen. Es ist ja interessant, dass das PSA-Management keinen Kampf gegen die Gewerkschaften führen will, aber dazu gehört eben auch, dass man die Mitbestimmungsrechte einhält und die Gewerkschaften einbezieht und die Arbeitnehmervertretungen einbezieht und die nötigen sozialen Garantien gibt. Das kann ich bisher überhaupt nicht erkennen.